Anwohner in der Hoyerswerder Steinstraße haben in den vergangenen Tagen wenig Aktivitäten auf der Straßenbaustelle registriert und wollten wissen, ob die Arbeiten ins Stocken geraten sind. Laut den Versorgungsbetrieben liegt man im Zeitplan, allerdings wurde jetzt vorrangig an den Hausanschlüssen gearbeitet und damit ist natürlich deutlich weniger zu sehen, so VBH-Sprecher Stefan Jugert zur Erklärung.